Hier. So. Das ist Kunstraum Niederösterreich, zur Ausstellung Fortsetzung folgt. Aha. Und das ist hier mein Beitrag. Was ist Fortsetzung folgt? Nur, Fortsetzung dass das folgt ist eine Ausstellung, die sozusagen als Response oder im Rahmen der Kunst im öffentlichen Raum, also Public Art, Künstler zusammengebracht haben, die einen Versuch gestartet haben, da auf eine existierende Arbeit zu antworten oder zu reagieren. Manche mehr, manche weniger direkt, und bei manchen ist es, wie bei mir, ein bisschen abstrahiert worden, also der Bezug zur ursprünglichen Arbeit ist nicht mehr ganz da, aber trotzdem schön. Jetzt erzähl einmal, was ist deine Arbeit und was ist die ursprüngliche Arbeit? Also ausgegangen ist die Arbeit von einer Arbeit von Clegg und Gutmann. Die haben in Krems ihre klassischen, sehr bekannten öffentlichen Bibliotheken aufgebaut. Und das ist ein Kasten, wo Bücher drin sind, oder? Das ist ein Kasten, wo Bücher drin sind, ja. Und formal könnte man sagen, es ist das Regal, ist hier noch sozusagen übrig geblieben von ihrer, von deren Arbeit. Aber für mich war es inhaltlich einfach ein interessanter Punkt, dort anzusetzen, wo sie ihre Arbeit irgendwie angesetzt haben, und habe dann einfach weitergearbeitet, und nach mehreren Monaten ist das hier rausgekommen. Okay. Was war der Ehrenansatzpunkt? Also das ist auf dem Friedhof, ne? Das war genau, und da ging es, also was mich dann speziell interessiert hat, da ging es um, das war ein jüdischer Friedhof mit einer traurigen Vergangenheit, und der Versuch war da, mit diesen Büchern, die sozusagen über den Tod, also sozusagen Tod in der Religion, zu informieren und natürlich durch diese öffentliche Bibliothek, wie es bei Ihnen sehr bekannt ist, eine Art Fluxus und dieses gemeinschaftliche Erleben irgendwo sozusagen anzukurbeln oder zu jumpstarten, wie man sagt. Und speziell bei dem Thema, denke ich, ist es oft gar nicht so leicht, schon als Einzelperson darüber zu sprechen oder sich selber klar zu werden, um was es geht, geschweige denn ein gesellschaftliches Erlebnis von, wie gehen wir mit Tod und Verlust um. Und das ist jetzt halt mein Beitrag sozusagen innerhalb dieser Rahmenbedingungen, die ich mir inhaltlich gelegt habe durch ihre Arbeit, quasi hier was zu schaffen. Aber das ist durchaus deine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod? Ja, das so direkt würde ich gar nicht sagen, weil ich glaube, sobald man das wirklich als Satz formulieren kann, hat man eine gewisse Distanz zu dem Thema. Für mich ist mehr interessant sozusagen die Psychologie von Menschen sozusagen, die ja ein Leben führen, wo Tod immanent ist und ja jederzeit präsent auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, es ist ja weniger etwas, was man so sich anschaut und man sagt, ich überlege jetzt mal, was meine Meinung zum Tod ist, sondern es ist ja etwas, was sozusagen wirklich verstrickt ist in unserem Leben, und insofern könnte man sagen, jede Arbeit hat eine gewisse Weise mit Tod zu tun, aber nicht auf eine Art, die an der Oberfläche schwimmt. Das heißt, du wolltest quasi diese, sagen wir mal, emotionale Sphäre oder vielleicht unbewusste oder wie auch immer Sphäre direkt einfließen lassen in sowas wie irgendwas ein ästhetisches Wirken, ohne dass es quasi den Umweg macht über Text, Schrift. Naja, genau. Konzept hast du aber am Hals, ne? Ja, Konzept war Ausgangspunkt natürlich, wobei für mich sicher interessant ist, immer sehr haptisch mit den Materialien zu arbeiten. Also es sind ja hier auch Ton- und Gipsobjekte, und ja, die Art, wie das wahrscheinlich einfließt, thematisch, ist wahrscheinlich weniger dann an dem Endpunkt, wo man sagt, das symbolisiert jetzt das und das, sondern wahrscheinlich mehr noch in der Arbeitsweise oder das, was sozusagen in diesen Tagen im Atelier oder auf dem Weg dorthin passiert, also die Beschäftigung mit Thematiken, die dann nicht unbedingt weder für mich noch für andere wirklich ersichtlich sind, sondern ja, einfach ein bisschen tiefer liegen. Aber das sind auch die schönen Sachen, das sind die Sachen, die man ein Leben lang
sich beschäftigt und nie genau weiß, auf welche Art sie an die Oberfläche schwimmen oder präsent werden. Ist Kunst eigentlich noch so quasi das Geheimnisvolle, Unbewusste, Unnahbare, das sich halt irgendwie kanalisieren lässt? Oder wie ist es denn mit der Kunst? Das ist, also mit dem Begriff habe ich selber wenig zu tun. Das ist leider etwas, was oft mehr Verwirrung stiftet als Klarheit. Insofern weiß ich nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Arbeit. Aber, bitte? Ist halt Arbeit. Es ist ja, es ist, naja, es ist vieler Hinsicht. Also es ist, alles was ich sagen kann, ist, ich hab selten den Begriff so erlebt, dass man sagt, jemand profitiert davon. In den meisten Fällen sozusagen ist es doch eher verwirrend. Und es braucht sie auch nicht. Also wenn man es jetzt hier anschaut, hat man ja genug Information darüber, und muss ja nicht unbedingt, also das will ich ja schon vermeiden, dass Leute den Umweg sozusagen über den Begriff finden müssen zur Arbeit, sondern hier gibt es Objekte und eine Figur, die liegt, und eine sehr hochwertig geschusterte Collage, die sich langsam verzieht, und hier ganz tolle A4-Blätter. Aber die teilweise verdeckt sind, oder? Die teilweise verdeckt sind, ja. Da kann man drunter schauen. Ach, wobei das Verdecken ist eher dazu da, für die Leute, die sich es nicht verkneifen können, drunter zu schauen, dass sie nichts in der Hand haben gegen mich. Dass sie nicht sagen können, es ist fake. Dass da nichts drunter ist. Dass nichts drunter ist. Aber es ist schon ausgewählt, dass die oben sind. Es ist schon ausgewählt, dass die oben sind, ja. Ah, die anderen sind quasi dote. Zum Innenraum, also quasi, aber hast du schon mal Kunst im öffentlichen Raum gemacht? Nein. Aha, das ist gar nicht. Naja, Galerie ist auch ein öffentlicher Raum. Es kommen auch noch von Leute, die ich nicht kenne. Ja, aber die sind fachspezifisch. Nein, fachspezifisch habe ich noch nicht. Also, insofern freut es mich da, also weil ich auch selber nicht, also wenig, glaube ich, gute Ideen hätte für irgendwas, was im öffentlichen Raum stehen kann, weil es eben. Also ich profitiere schon von diesem Rahmen, wo jemand, zumindest eine Handvoll Leute vielleicht dabei sind, die ganz konkret nach Inhalten suchen. Also dieses mit irgendwas Monumentalem oder irgendein, mit Witz irgendwas, auf irgendwas zu reagieren im öffentlichen Raum, tue ich mir eher schwer. Ich glaube, da gibt es bessere Leute, die das sozusagen eher ein Talent dafür haben. Vielleicht öffentlich, ihn das auszustellen.